Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir diskutieren das Urteil des EuGH zur Erfassung der Arbeitszeit. Ich will deutlich machen, dieses Urteil ist zunächst einmal eine Stärkung der Beschäftigten, und es ist ein gutes Signal gegen ausufernde Arbeitszeiten, meine Damen und Herren. Weil viele Menschen sind doch mit schwankenden und kaum planbaren Arbeitszeiten konfrontiert. Und gerade wenn wir über Digitalisierung sprechen und über neue technische Möglichkeiten, dann ist das doch eine noch größere Herausforderung. Die tatsächlichen Arbeitszeiten weichen nicht selten von dem ab, was im Arbeitsvertrag vereinbart ist. Schicht- und Wochenendarbeit nimmt zu. Jeder sechste Beschäftigte arbeitet mittlerweile im Schichtdienst. Viele Beschäftigte sollen rund um die Uhr verfügbar sein, immer erreichbar am besten. Und wenn flexibel gearbeitet wird, dann richtet sich die Arbeitszeit meist nach den Belangen des Betriebes und weniger am Bedarf der Beschäftigten. Wir erleben eine Entgrenzung von Arbeit, und das ist dringend notwendig, dass hier ein Schutz aufgebaut wird für die Beschäftigten, um sie vor überlangen Arbeitszeiten und einer Entgrenzung von Arbeit und Privatleben zu schützen, meine Damen und Herren. Und deshalb brauchen wir eine Begrenzung des Arbeitstages, weil zu lange und flexible Arbeitszeiten der Gesundheit schaden und auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erschweren. Eigentlich bräuchten wir eine Verkürzung von Arbeitszeit, damit die Arbeit gerechter verteilt wird und die enormen Produktivitätsfortschritte der letzten Jahre auch allen Menschen zugutekommen. Aber für all das muss die Arbeitszeit eben überhaupt erst einmal erfasst werden. Und da hat der EuGH mit seinem Ansinnen doch durchaus recht. Hier geht es um die Stärkung von Arbeitnehmerinnenrechten, denn der Entgrenzung von Arbeit muss ein Riegel vorgeschoben werden, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihr Gespräch nicht stören, aber hört nicht. Gut. Das ist ja auch gute gelebte Praxis, die Arbeitszeiterfassung in tarifgebundenen Unternehmen. Mit dem Urteil wird es zu einem gesetzlichen Anspruch für alle Beschäftigten. Die Bundesregierung steht jetzt natürlich in der Pflicht, das Urteil zügig umzusetzen. Und dass die AfD hier auffordert, das Urteil einfach nicht umzusetzen, das finde ich, zeigt schon das Verständnis, das die AfD offensichtlich hat. Außerdem müssen jetzt, und das ist auch das Gute an dem Urteil, dass jetzt alle umgekehrten Pläne, nämlich z.B. diese Debatte um die Abschaffung der Dokumentationspflicht beim Mindestlohn begraben werden müssen. Das hat man ja insbesondere aus dem Bundeswirtschaftsministerium immer mal wieder gehört. Und Schutzgesetze für Beschäftigte wie das Arbeitszeitgesetz dürfen nicht weiter im Interesse von Arbeitgebern aufgeweicht werden. Auch das ist eine gute Begleiterscheinung dieses Urteils. Und jetzt schreit die AfD Bürokratie, Bürokratie. Ich will nur festhalten, dass das, was Sie als Bürokratiemonster bezeichnen, hier geht es um Regulierung, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schützen. Darum geht es. Es geht auch darum, Familien zu schützen. Sonst tragen Sie ja den Begriff der Familie immer wie eine Monstranz vor sich her. Bei entgrenzten Arbeitszeiten haben Sie da offensichtlich kein Problem. Und ich sage auch einmal so, meine Güte, wer ein Unternehmen führt, der muss halt Vorgänge festhalten. Das ist eben so. Und dazu braucht man braucht selbstverständlich eine Buchführung. Das hinterfragt doch auch keiner. Ja? Also ich meine, bei der Fahrtkostenabrechnung, die Sie vermutlich auch jeden Monat machen, da schreien Sie doch nicht auch Bürokratiemonster, da muss ich ja überall aufschreiben, wie lange ich gearbeitet habe und wo ich war. Schreit doch auch keiner. Und, natürlich ist es überhaupt keine Schwierigkeit, Arbeitszeit zu erfassen. Es ist einfach in so vielen Unternehmen gang und gäbe. Es ist technisch kein Problem. Und ich sage mal so, also wer ernsthaft es nicht schafft, festzuhalten, wie viel Arbeitszeit er von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin vereinnahmt hat, meine Damen und Herren, wer das nicht schafft, der sollte auch kein Unternehmen führen. Also das ist doch nicht so, dass das ein gigantischer Aufwand wäre, der nicht zu bewerkstelligen ist. Und ich füge hinzu, wer nicht in der Lage ist, vernünftige Anträge zu schreiben, der sollte es am besten lassen. Und das gilt auch für diesen schlechten Antrag der AfD. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler.